herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch in diesem Video ein paar neue Produkte in dem Standardsortiment von Essence zeigen. Ich habe nämlich ein kleines Paket von Cosnova zugeschickt bekommen. Und ja, ich wünsche euch jetzt mal ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe zwei so kleine Tütchen hier bekommen, was ich schon wunderschön finde. Es ist einfach super verpackt gewesen. Ich habe es ein bisschen unordentlich gemacht. Aber ich zeige euch jetzt nach und nach die Produkte, die ich bekommen habe. Fangen wir mal mit Lidschattenpaletten an. Und da habe ich drei Stück bekommen. Und zwar einmal die Essence All About Roses. Und das sind richtig, richtig schöne Rosatöne. So ein dunkles Lila ist dabei. Und braun und auch beige. Und finde ich sehr, sehr schön. Und die Palette hatte ich auch noch gar nicht. Dann habe ich die All About Grace Palette bekommen und die hatte ich schon mal zugeschickt bekommen in der Try It, Love It LE. Da gibt es ja auch diese Standardprodukte und da war diese hier auch nochmal mit drin und jetzt habe ich sie doppelt. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht verlose ich eine an euch. Und dann war noch die All About Muse Palette und diese Töne sind auch richtig, richtig alltagstauglich. Es sind Brauntöne dabei, Beige-Töne von hell nach dunkel und ich finde diese Palette auch richtig, richtig schön. Dann war in diesem Paket noch ein Make-up drin und das habe ich auch schon. Und zwar ist das das Pure Nude Make-up in der Farbe 10 Pure Beige. Und ja, diese Farbe habe ich jetzt auch doppelt. Und das ist halt so ein No-Make-Up-Feeling und finde ich auch ganz gut und kann ich euch auch sehr, sehr empfehlen, weil es einfach wirklich aussieht, als hättet ihr kein Make-up drauf. Dann waren in diesem Paket zwei Mascaras und zwar einmal die Multi-Action Volumen Mascara und die I Love Extreme Volume Mascara in Waterproof. Und die Multi-Action Mascara mag ich sehr, sehr gerne, weil sie einfach so ein dünnes Bürstchen hat. Und ja, die I Love Extreme Mascara, die werde ich jetzt auch auf Herz und Nieren testen. Vielleicht ist das ja irgendwann mal was für mich. Dann habe ich zwei Concealer mit dabei. Einmal ist das so eine kleine Palette mit zwei Farben. Und zwar ist das diese hier. Das ist so eine Camouflage Cream in zwei Nuancen. Also eine etwas hellere und die andere ein bisschen dunkler. Und das ist die Farbe 10 Natural Beige. Und dann habe ich noch einen in Stiftform und zwar ist das dieser hier und das ist der Essence Pure Nude Concealer in der Farbe 10 Pure Beige. Dann war noch ein Blush dabei und den hatte ich auch schon und zwar ist das der Matte Touch Blush in der Farbe 20 Berry Me Up und auch den finde ich richtig, richtig gut. Das habe ich euch auch im letzten Video schon gezeigt und der ist einfach super, super gut. Die Farbabgabe ist prima und auch, dass er matt ist. Weiter geht's mit Lippenprodukten und da habe ich einmal den Kiss Care Love Lip Balm und zwar ist das so eine kleine süße Verpackung mit 4 Gramm und das ist die Farbe Fruity Beauty und ja, es ist ein richtig schönes bäriges Rot und der Duft ist auch eigentlich sehr angenehm, es riecht sehr frisch und den werde ich auf jeden Fall sehr gerne ausprobieren. Dann haben wir hier noch einen Lip Balm in Stiftform. Und zwar ist das ein Mini Sheer Lip Balm und das ist die Farbe 04 I'm Calming. Und das ist auch einfach so eine kleine Verpackung und auch nicht sehr viel drin. Und zwar sind hier 2,5 Gramm drin. Dann waren in dem Paket diese Liquid Lipsticks und zwar habe ich einmal die Farbe 04 Show Off. Das ist die Farbe, die habe ich schon doppelt. Und die Farbe 06 Make a Statement. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Rot und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die kann ich euch auch sehr, sehr gut empfehlen. Dann waren noch die ganz normalen Sheer and Shine Lippenstifte dabei. Und da habe ich drei Stück bekommen und eine Farbe habe ich auch doppelt und zwar die 01 My First Love. Dann war noch dabei die 07 Sparkling Miracle. Und die 04 Hidden Secret und das ist so eine schöne Mischung aus Rot und Braun. Hier haben wir einmal ein richtig schönes Beige, das sieht super, super genial aus. Dann haben wir hier ein schönes dunkles Lila, so ein, ja, das sieht in der Kamera schon sehr hell aus. Es hat ungefähr die Form von meinem T-Shirt, sage ich mal. Und diese Farbe gefällt mir super, super gut. Das wird, glaube ich, mein Lieblingslippenstift von Essence aus dieser Serie.
Und dann haben wir hier noch so ein etwas dunkles Braun, so ein Beige-Braun. Und der passt jetzt nicht zu mir, weil ich sehr, sehr blass bin. Aber ich, wie gesagt, ich werde euch wahrscheinlich einen Teil hiervon verlosen, weil ich einfach Sachen doppelt habe und ihr euch da bestimmt auch drüber freuen würdet. Dann waren in diesem Paket noch Lashes, und zwar diese hier. Das sind diese einzelnen Wimpern und die finde ich super, super toll, aber ich glaube, die sind ein bisschen zu lang für mich. Und zwar ist das die 02 Single Lashes Mix. Das heißt, ihr habt da zwei verschiedene Größen und einmal habt ihr da zwei, drei Wimpern nur und unten sind dann fünf, sechs Stück. Und ihr habt da auf jeden Fall noch eine kleine Beschreibung, wie das Ganze aufzutragen ist. Außerdem habe ich noch ein kleines Lippenprodukte-Set. Und zwar ist das ein Mini-Lipgloss-Set. Und zwar sieht das so aus in der Farbe 08 We Rock the World. Da sind auf jeden Fall richtig schöne Farben dabei, so ein schönes Rosa, ein Pink und ein Glitzer. Und das kann man perfekt in der Handtasche mitnehmen, weil es einfach klein und handlich ist. Und man hat direkt drei Farben miteinander zusammen. Dann habe ich hier noch einen Monolidschatten und zwar in der Farbe 21 Keep Calm and Berry On. Und das ist so ein schönes lila-braun und das gefällt mir auch sehr, sehr gut jetzt für den Herbst. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr dolle drüber. Allerdings habe ich sehr, sehr viele Paletten. Da mag ich Monolidschatten nicht so gern, weil die dann einfach einzeln irgendwo rumfliegen. Und in der Palette ist einfach der Vorteil, da habt ihr viele Farben in einem quasi. Und das gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser. Dann habe ich hier noch einen kleinen Eyeliner. Das ist aber nicht für die Augen gedacht, sondern ist das ein Essence Nail and Cuticle Tattoo Liner. Das heißt, ihr könnt damit auf euren Nägeln schöne Tattoos zaubern. Und das ist die Farbe einfach 01 Black. Und sieht auch aus wie so eine Filzstiftspitze. Und werde ich auch mal gucken, was ich damit so anstellen kann. Jetzt kommen wir zu den Nagellacken. Und da habe ich 5 aus der Gel Polish Reihe. Und anfangen tue ich einmal mit dieser Farbe hier. Und zwar ist das die 47 Vava Room. Und das ist so ein richtig schönes, mattes Rosa-Rot. Und das habe ich auch schon doppelt. Aber ich finde diesen Effekt und die Farbe sehr, sehr schön. Allerdings eher für den Sommer. Jetzt ist das eher nichts mehr, aber trotzdem freue ich mich über diese Farbe. Dann habe ich hier einen rostroten Nagellack und zwar in der Farbe 48 My Love Diary und die Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann mache ich weiter mit einem schönen Lila und den habe ich auch doppelt und zwar ist das die Farbe 52 Amazed by You und ja, wie gesagt, den habe ich auch doppelt, aber die Farbe ist wunderschön. Dann habe ich einen Blauton und zwar die 51 Miss Captain. Und das ist so ein schönes Blau, Grau-Blau. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Würde auch super in den Herbst jetzt passen. Dann habe ich hier noch so ein wunderschönes dunkles Grau in der Farbe 53 Rock My World. Und ich finde, das passt super in den Herbst und werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne tragen. Dann habe ich einen Pflegenagellack und zwar ist das aus der Studio Nails Reihe ein Triple Care pflegend, reparierend und stärkend. Und den wollte ich mir auch sogar kaufen, stand davor und dachte mir, nö, kaufe ich mir noch nicht, weil ich noch so viele Nagellacke, Pflegelacke habe. Und das ist einfach so ein 3 in 1 und finde ich super, super gut. Dann habe ich sogar einen Nagellack bekommen aus der No-Make-Up-Reihe, also so ein No-Make-Up-Look. Und das ist einfach so ein richtig schönes Rosa, was die Nägel sehr pflegend aussehen lässt. Das ist die Farbe 01 Powdery Rose. Und ja, wie gesagt, den kann ich euch auch nur empfehlen. Und ihr habt richtig schöne Nägel und ja. Dann habe ich hier einen Effekt-Nagellack und zwar einen Soap-Bubble-Effekt, einen Light Reflection Top Coat. Und den gibt man einfach auf den normalen Nagellack drauf. Und dann soll der Nagel ziemlich gut schimmern und ein Farbspiel abgeben. Und ja, umso mehr man aufträgt oder je dunkler der Nagellack, desto intensiver der Effekt. Und den Nagellack finde ich auch super interessant und werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich noch einen richtig schönen Nagellack und zwar einen Liquid Foil Nagellack. Und zwar ist das die Farbe 34 The Pink Bang. Und ich finde, diese Farbe ist ja mal echt der Hammer. Gefällt mir super, super gut. Und da ist so ein leichter Silberschimmer mit drin.
Und den werde ich auf jeden Fall auch sehr gerne ausprobieren. Meine Nagellacksammlung platzt aus allen Nähten. Ich muss hier bald umbauen, damit ich wieder Platz habe. Und der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch zwei Nagellacke aus der I Love Trends LE bzw. I Love Trends Reihe, und zwar The Darks. Und das ist so ein richtig schönes Grün. Das ist ein richtig dunkles Grün mit einem Blau-Glitzerstich. Und der passt natürlich auch super in den Herbst. Da freue ich mich super doll drauf. Und das ist die Farbe 18 Happy New Green. Und ja, freue ich mich auch, einen davon zu haben. Und dann habe ich noch so einen hellen, und zwar ist der aus der The Pastels Reihe. Und das ist die Farbe 18 Eyes to Meet You. Und ja, die Farbe ist der Wahnsinn. Das ist so ein, ich würde mal behaupten, weiß mit Glitzer einfach. Aber ihr werdet es ja auch sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt weiß oder beige ist. Aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Einfach auch vielleicht als Basis und dann den normalen Nagellack drüber. Dann hat man noch so ein bisschen Glitzer da drin. Und ja, mal gucken, was ich damit so machen kann. Ja, meine Lieben, das waren die Produkte aus dem Essence Standard Sortiment für den Herbst. Und ich bin super begeistert, dass ich so viele Produkte testen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und lasst mir mal euer Feedback in den Kommentaren da. Und was ist euer Lieblingsprodukt von dem neuen Essence Standard Sortiment? Das würde mich mal riesig freuen zu wissen. Ich finde ja natürlich, die Nagellacke und die Lidschattenpaletten sind der Wahnsinn. Für den Preis 8 verschiedene Lidschatten zu haben für nur 4 Euro, das ist echt Wahnsinn und für Anfänger super geeignet. Also wer jetzt gerade neu anfängt, sich zu schminken, kann ich euch Essence auf jeden Fall super empfehlen. Produkte sind gut und der Preis stimmt auch und da ist euer Taschengeld nicht sehr schnell weg. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein. Tschüss!